Hey Freunde und herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark, wo es auch gerade wirklich ziemlich dunkel ist. Ich mache erstmal kurz den Kamin an. Wo geht denn das nochmal? Ich habe keinen Zunder? Scheiße. Ich sterbe. Ich brauche Zunder. Was kann ich denn als Zunder nehmen? Hier, was ist da? Liegt hier irgendwas rum? Verband? Antiseptikum? Ich weiß jetzt nämlich, wie ich Wasser bekomme, aber... Oh, Schublade. Suchen, suchen, suchen. Zunder, 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 Zunder. Frischer Schokoriegel. Verband. Kein Zunder. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich ahne Böses. Wir haben kein Zunder. Verdammt, verdammt. Ohne Zunder kein Feuer. Scheiße. Was kann ich denn als Zunder noch nehmen? Warum ist es eigentlich so dunkel? Denn Freunde, ich weiß jetzt, wie gesagt, wie ich an, Wasser rankomme. Ja, ich habe mich schlau gemacht. Ich weiß jetzt, wie das geht. Aber ohne Feuer hilft mir das alles nichts. Verdammt, verdammt. Jetzt sind wir bei Nacht hier draußen. Oh, und was ich auch oft gelesen habe, was man vielleicht nutzen sollte, ist, dass man nicht immer so viele Sachen mit sich rumträgt, wie ich das mache. Denn das ist extrem unnötig und hilft überhaupt nichts. Ja, man sollte immer nur das mitnehmen, was man wirklich braucht. Das missachte ich jetzt gerade aber einfach mal. Und gucke mal. Ich glaube, Baumrinde kann man auch als Zunder nehmen. Ich weiß es nicht und es ist richtig neblig. Ich sehe gerade kaum was. Ich nehme mal kurz meine Waffe in die Hand, nur zur Sicherheit. Okay, und wir gucken mal gerade ganz kurz. Dass ich wenigstens ein bisschen Baumrinde oder so auftreibe. Oh, man sieht wirklich gar nichts. Man sieht wirklich gar nichts. Ich hoffe, wir finden die Hütte überhaupt wieder. Ich bleibe erstmal hier relativ nah. Was ist das denn? Ist das Fußspuren? Ich höre eine Eule. Oh je, jetzt brauche ich... Verdammt nochmal. Verdammt nochmal jetzt. Scheiße, habe ich gar nicht dran gedacht, dass man ja auch Zunder braucht. Aber ich glaube, Baumrinde kann man als Zunder nehmen, oder? Moment, ich schaue mich hier mal gerade um. Aber hier liegt nirgendwo etwas, was ich gebrauchen könnte. Hier liegt zwar viel, aber nichts. Oh Mann, hoffentlich finde ich überhaupt den Rückweg wieder. Hoffentlich finde ich überhaupt den Rückweg. I need some water. Ja, ja, ich weiß, dass du Wasser brauchst. Keine Sorge, da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal brauchen wir Zunder. Verdammt, verdammt, verdammt. Und man sieht wirklich überhaupt nichts. Ich muss mich richtig anstrengen, weil auch meine Softbox mir ja direkt ins Gesicht scheint. Und das alles so ein bisschen gegenblendet. Muss ich mich jetzt gerade hier mal ein bisschen konzentrieren, dass ich hier auf dem Boden überhaupt was sehen kann. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht von einem Wolf oder so angegriffen werden. Ich meine, wir haben die Waffe. So schlimm wäre es jetzt nicht. Ich glaube, wir würden mit dem Wolf fertig werden, aber naja. Das muss ja nicht sein. Könnte ich hier eigentlich hochgehen? Weiß ich nicht. Darum geht es jetzt auch nicht. Ich muss erstmal Zunder finden. Ich glaube, Baumrinde ist Zunder. Würde ich jetzt einfach mal so klassifizieren. Oder hier. Was ist das? Zweig. Zweig ist doch bestimmt auch Zunder, oder? Zählt das als Zunder? Ich weiß nicht. Ich nehme ihn einfach mal mit. Komm. Okay, Zweig mitgenommen. Den Zweig hier nehme ich auch mal mit. Bestimmt zählt Zweig als Zunder. Das ist kein Zedernast. Mach mal was. Zedernholz. Zunderbündel, Zunderbündel. Oh. Okay, scheiße. Ich bin am Erfrieren. Ich bin am Erfrieren. Aber gut, ich weiß den Rückweg zur Hütte. Ich werde mich jetzt beeilen. Ich habe jetzt die Prozentzahl unten links zählt auch, glaube ich, übrigens für den Zustand von meinem Typen im Allgemeinen. Aber ich werde jetzt erstmal den Weg zurück zur Hütte gehen. Und es ist so kalt, dass uns wieder warm wird. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück zur Hütte, machen den Ofen an. Und dann gucke ich mal. Ich müsste jetzt eigentlich, müsste ich jetzt wissen, wie man sich Wasser zubereitet. Ich sprinte mal ein bisschen, kann ich ja hier unten im Tal machen. Haus des Pelzjägers. Da oben, ich bin schon da, sehr gut. Oh, ich dachte gerade, da ist ein Vieh, aber ich glaube, es hat nur der Magen von meinem Kerl geknurrt. Ich geh mal hier rüber. Wir gehen schnell oben rein. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Rein, rein, rein. Tür offen. Okay, los, rein. Los, rein, los, rein, los, rein, los, rein, los, rein. Okay, einmal ganz schnell Feuer machen. Holzofen an. Okay, ich mache direkt Tannenholz rein. Okay, und Äste, wie ihr seht. Äste. Ach, guck mal, das Schießanleitung für das Brennland könnte ich auch reinmachen. Hier Äste, Stöcke kann man nicht nehmen als Anzünder. Wir machen deswegen Tannenholz rein. Wir haben 45% Chance. Das muss jetzt funktionieren. Ich will nicht nochmal raus. Und ich weiß auch nicht, ob wir es nochmal schaffen. Das muss jetzt funktionieren. Bitte, bitte, bitte. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Es könnte funktionieren. Es sieht ganz gut aus.
Ich will aber den Tag noch nicht vor dem Abend loben. Na komm. Die Leiste ist fast voll. Es sieht sehr gut aus. Oh mein Gott, sehr gut. So, wir greifen jetzt nochmal hier auf das Feuer zu. Und jetzt können wir hier Wasser schmelzen. Der Typ sammelt nämlich Schnee automatisch ein. Und ja, wir machen uns einfach mal gerade einen Liter Wasser. Schmelzen uns das mal. Oh, sehr gut. Und dann haben wir erstmal was zu trinken. Sehr gut. Ich könnte jetzt hier auch noch Essen braten. Schimmeliges Reh könnte ich braten. Ich mache gerade erstmal hier ein bisschen Zedernholz. Stecken wir mal rein. Brennstoff hinzufügen. Da haben wir jetzt richtig schön Heizleistung hier, Freunde. Aber als allererstes, was am wichtigsten ist, trinken wir jetzt erstmal was. Und unserem Typen geht es dahingehend schon mal wieder sehr viel besser. Ansonsten sind wir ein bisschen hungrig, aber wir haben ja eben so einen schönen, tollen Schokoriegel aufgehoben. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist denn der Schokoriegel hin? Da! Da ist der Schokoriegel. Den essen wir mal kurz. Und dann werde ich jetzt erstmal schauen, dass ich so ein bisschen Ordnung hier in mein Inventar bringe. Und hier erstmal ablege in den Regalen und so, was ich brauche und was nicht unbedingt. So, das Jagdgewehr legen wir mal weg. So, haben wir getragener Wollschal. Den haben wir an. Hier haben wir einfaches Werkzeug, das brauchen wir nicht dabei. Diese Ein-Mann-Packung würde ich gerne dabei behalten, weil das sind 1750 Kilokalorien. Das ist so eine Essensration wie für Soldaten. Die behalten wir einfach mal. Das einfache Werkzeug legen wir mal ab. So, kann ich das jetzt... Das kann ich jetzt hier oben ins Regal stellen, oder? Ja, komm. Ja, sehr gut. Hier platzieren wir das mal hin. Einfaches Werkzeug, sehr gut. Das legen wir noch weg. Das Beil nehme ich mal mit. Den Dosenöffner lassen wir hier. Den nehme ich nur dann mit, wenn ich auch wirklich Dosenfutter dabei habe und ihn also brauche. Also wir legen jetzt quasi alles ab, was wir nicht unbedingt brauchen. Genau wie das Gewehr Putzset. Das brauchen wir unterwegs nicht unbedingt. Das können wir auch machen, wenn wir hier im Lager sind. Das lege ich einfach mal hier auf den Tisch ab. So. Was haben wir dann noch, was wir nicht unbedingt brauchen? Die Streichhölzer nehmen wir mit. Wie gesagt, die Ein-Mann-Ration behalten wir. Genauso wie hier Antibiotika und Antiseptikum. Schadet nichts, dass zur Not mal dabei zu haben. Man weiß nie genau, wann man es braucht. Das Rehfleisch lege ich erstmal ab. Beides. So. Und das legen wir uns dann einfach erstmal hier ins Regal rein. Das essen wir dann nochmal irgendwann. Das können wir uns ja dann quasi gut durchbraten. So, was haben wir noch? Den Schlafsack brauchen wir ja auch nicht. Denn wir haben ja quasi... Oh, guck mal, den kann ich hier sogar unter den Tisch legen. Sehr praktisch. So, was brauchen wir noch nicht? Eine einfache Schlinge, mit der man kleine Tiere fängt. Das könnte ich rein theoretisch mitnehmen. Das nehme ich, glaube ich, auch einfach mal mit und stelle die Falle gleich draußen mal auf. Dann hier, Stücke Stoff brauche ich nicht dabei. Die brauche ich nur, solange ich hier bin. Oder Zedernholz. Ja. Das brauche ich alles nicht. Also ich brauche es, aber ich brauche es nicht hier. So, Zedernholz zum Beispiel. Das kann ich mir jetzt hier so halb in meine Kisten hier reinpacken und dann ist das ganz gut verstaut. Und den Stoff lege ich einfach mal hier drüben hin. So, ab dahin. Wir müssen uns nur ungefähr merken, wo wir die Sachen abgelegt haben. So. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, Freunde, ich penne jetzt einfach mal. Bis wieder Tag ist, hier haben wir noch schimmeliges Trockenfleisch. Schmeckt und hält praktisch ewig, aber schimmelig ist es. Na, das ist da ja eine super Produktbeschreibung, ja. Ich würde sagen, wir lesen auch gerade noch mal ein bisschen was hier in unserem Forschungsbuch, ja. Für das Schießen. Dann können wir noch ein bisschen besser schießen. So, haben wir ein bisschen was erforscht. Sehr gut. Und jetzt haben wir noch mal eine Fertigkeit dazu gekriegt. So. Und jetzt. Jetzt. Das kann ich hier mit noch alles machen. Zerlegen und reinigen. Metallschrott. Ja, brauche ich nicht. Hier haben wir Gewehrmunition. Ich wollte jetzt mal gerade kurz was essen. Habe ich jetzt noch irgendwas zu essen hier bei mir? Das schimmelige Trockenfleisch. Ich esse das einfach mal. Das wird schon klar gehen. Jo, das hat gereicht. Hat uns nicht geschadet. Und ansonsten pennen wir jetzt erstmal. Wie lange brennt denn das Gerät noch? Brennt da auf in 15 Minuten nur noch. Oh. Na gut, die Hitze wird sich hier drin eine Weile halten, schätze ich mal. Ich lege mal gerade noch ein bisschen Altholz hinterher. Weil ich schmilze mir gerade noch mal kurz einen Liter Wasser. Wir haben ja auch 0,33 Liter, die nicht trinkbar sind. Weshalb denn das? Ach, die müsste ich eigentlich noch abkochen, ne? Stimmt, das habe ich ja gar nicht gemacht. Ich muss das ja eigentlich noch abkochen. Okay, Moment mal. Ich koche die mal gerade ab hier. So.
Ja, dann lege ich jetzt nochmal ganz schnell Brennstoff nach. Hier nochmal ein bisschen Altholz rein da. Und Stock, wie viel bringt der Stock? Ein paar Minuten. Legen wir einfach mal nach. Und dann schlafen wir jetzt einfach mal bis zum nächsten Morgen. 6 Stunden. Etwa 3 Stunden Dunkelheit übrig. Dann pennen wir mal 4 Stunden. Das muss reichen. Wir haben ja zwischendurch schon mal ein bisschen geschlafen. Ich denke mal, unser Typ ist da eigentlich relativ genug ausgeruht. Denn ich möchte jetzt gerne mal ein bisschen erkunden gehen eigentlich. An diesem Tag jetzt. So Überlebenszeit. Ein Tag, 49 Minuten. Wie warm ist es hier drin? Gefühlt 5 Grad. Wir sind schon wieder ein bisschen ausgetrocknet und sind hungrig. Deswegen trinke ich mal gerade, bis der Typ wieder voll ist. So, sehr gut. Und ansonsten, was haben wir jetzt noch an Essen da? Ich habe jetzt noch diese eine Essensration. Die eine Essensration habe ich noch. Hungrig sind wir noch ein bisschen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ich lasse das alles so hier stehen und werde dann jetzt einfach mal so rausgehen und mir zur Not draußen nochmal was fangen. Weil ich möchte jetzt ungern nochmal extra den Ofen anmachen, nur um ein bisschen weniger hungrig zu sein. Und So, dann machen wir uns jetzt einfach mal auf den Weg, ein bisschen jetzt hier die Umgebung zu erkunden. Es ist jetzt ja auch relativ früh am Morgen. Ich denke mal, wenn wir jetzt in den Morgen und den Tag reinkommen, wird es vielleicht auch nicht ganz so kalt draußen. Okay, wir haben minus 26 Grad. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir haben noch 802 Kalorien auf Reserve. Ich habe gerade irgendwas gehört. Aber es scheint nicht in der Nähe zu sein. Und ich habe ja, wie gesagt, diese Ein-Mann-Ration dabei. Die werde ich dann nehmen, wenn der Typ wirklich kurz vor Ende ist. Weil da sind 1700 Kalorien drin. Und das Ding wird ziemlich viel bringen. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht unnötigerweise verschwenden. Also, ja, es muss halt nicht sein, das jetzt zu nehmen. Deswegen machen wir es auch erst dann, wenn es wirklich sein muss. Solange heben wir uns das noch auf. Jetzt schauen wir einfach mal, dass wir ein wenig die Region vom Rätselsee erkunden und mal sehen, was es hier noch so gibt außer unserer kleinen Hütte. Wir müssen uns nur genau merken, welchen Weg wir genommen haben, dass wir den Rückweg wieder finden. Wir machen ja Spuren, also könnten wir eigentlich unseren Spuren zurückfolgen, solange es nicht zu sehr anfängt zu stürmen und zu schneien. Dann müsste das eigentlich gehen. Aber wir schauen erstmal. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde, kreisen hier mal ein bisschen und schauen, wo man hier so hinkommt beim Rätselsee. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal schräg über die Kuppe da drüber und gucken mal, was da hinter dem Hügel liegt. Unserem Kerl ist schon ganz schön kalt. Wir haben geführt minus 25 Grad. Wir dürfen uns halt schon nicht so lange draußen aufhalten. Da wird uns schnell kalt. Wir haben halt noch nicht die entsprechende Kleidung dafür. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Na, wir gucken mal. Wir gehen erstmal über die Hügelkuppe und schauen mal, wie es dahinter aussieht, wo wir da hinkommen. Ausgerüstet sind wir ja ganz gut. Wir haben eine Waffe, wir haben einen Beil. Zunder haben wir im Moment keinen dabei. Ich gucke mal gleich, ob wir hier noch irgendwo so Zedernholz zum Zerlegen finden. Da kommt ja scheinbar Zunder raus. Müssen wir mal gucken. Okay, und jetzt kommen wir hier in den restlichen Teil des Gebietes vom Rätselsee. Und ich würde sagen, Freunde, da stürzen wir uns jetzt einfach mal rein. In die Erkundung von diesem Gebiet, wie es hier überhaupt aussieht. Was hier noch so auf uns wartet. Und wie es hier weitergeht. Was es hier noch so gibt. Es gibt ja auch irgendwo so Eisenbahnschienen, die irgendwo hinführen. Ich werde jetzt einfach mal gucken. Da hinten ist zum Beispiel noch eine Hütte. Seht ihr das da hinten? Da ist noch so ein Bretterverschlag, möchte ich das mal nennen. Wir gehen mal dahin und gucken, ob es da irgendwas für uns zu holen gibt. Irgendwas Nützliches. Irgendetwas, was uns weiterhilft. In dieser eisigen, kalten, gefährlichen Wildnis, in der wir uns hier rumschlagen müssen. Can't feel my feet. Und wir spüren unsere Füße nicht mehr. Ja, unserem Typ hier wird schon langsam kälter. Ich gucke mal, wenn wir uns da drüben jetzt reinstellen, müssten wir ja ein bisschen, Moment. Tannen. Okay, kommt hier. Ausbeute, 3x Tannenholz. Brauche ich für Feuer? Ich nehme es mal auseinander. Die 169 Kilokalorien habe ich übrig momentan noch. So, mein Typ ist aber schon unterkühlt. Ich habe jetzt Tannenholz, aber kein Zunder. Das heißt, never felt so cold in my life. Und es war noch nie so kalt. Hier haben wir den Ort totes Holz entdeckt. Hier wurden scheinbar... Moment. Manchmal kann man so trockene Pilze als Anzünder benutzen. Lass mich mal gucken. Glänzender Lackporling. Einsammeln. Das ist, glaube ich... Was ist denn das? Das ist was zum Essen. Ach, Mensch, dann lassen wir es da. Euch... Oh, Wolf. Goddammit. Komm, 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 komm. Nein, ich hab dich... Oh! Warum... Warum hat meine Waffe nicht geschossen? Warum hat meine Waffe nicht geschossen? War die nicht geladen? Die war nicht geladen! Die war nicht geladen.
Sie waren nicht geladen. Verdammt. Verdammt. Ich muss einen Verband. Habe ich noch Verband dabei? Ich habe Verband dabei. Wieso kann ich den nicht benutzen? Wieso kann ich den Verband nicht benutzen? Verdammt. Moment, lass mich erstmal hier hingehen. Erstmal in Sicherheit. Oh Gott. Zedernholz. Nehmen. Beil. Brauche ich nicht. Ich habe keinen Zunder. Ich muss mich erstmal verarzten. Wieso kann ich mich nicht verarzten? Wieso kann ich keinen Verband benutzen? Warum? Wieso kann ich keinen Verband benutzen? Das gibt's doch gar nicht. Zustand 51%. Ja, ich will meine Blutung erstillen, Mann. Ich will ja. Wie? Ich habe einen Verband, wieso kann ich ihn nicht benutzen? Wieso kann ich Verband nicht benutzen? Ich verstehe es nicht, warum geht das nicht? Gut, wir haben ja hier noch dieses eine Menü, kann ich das hier vielleicht irgendwie benutzen? Erste Hilfe! Ah, okay, so geht das. Okay, Wunde behandeln. Ah, ich muss extra drauf gehen, okay. Unterkühlungsrisiko. Finde einen warmen Ort, bevor Unterkühlung einsetzt. Ja, okay, alles klar. Gut, wir haben erstmal unsere Verletzung geheilt. Erstmal haben wir unsere Verletzung, ja, geheilt, halt verarztet, ne? So, jetzt gucke ich mal. Ich muss jetzt irgendwo jetzt Zunder kriegen. Mein Gewehr ist jetzt aufgeladen. Nachgeladen, was ich vorher noch nicht gemacht hatte. Das war wirklich dumm. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich das Gewehr... Da hinten ist noch ein Wolf. Ich gucke mal, ob ich den jetzt von hier schon treffe. Moment, ich knie mich mal hin. Und zack. Nein, habe ich nicht getroffen, aber es hat ihn wenigstens verschreckt. Immerhin. Okay, Gewehr kann ich jetzt nicht nochmal nachladen. Was haben wir hier? Zedernast. Ja, Zunder. Gib mir Zunder. Jetzt muss ich auch was essen. Ja, ich weiß. Wir sind verdammt nochmal am Erfrieren. Oh Gott, es wird dunkel. Wir haben 28% Zustand, Freunde. Uns geht es alles andere als gut. Ich werde jetzt mal unsere große Ration zu uns nehmen. 1750 Kalorien. Die wird uns erstmal einen großen Bonus verschaffen, natürlich. Weil wir jetzt nicht mehr am Verhungern sind. Immerhin das schon mal. Okay. Ich mache jetzt erstmal den Ofen hier an. Wir nehmen einfach mal Tannenholz und hoffen, dass es funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, sind wir eher am Arsch. Gut, dass hier drinnen ein Ofen ist. Ich hoffe, es funktioniert jetzt, das Ding anzumachen. Und dann muss ich jetzt erstmal eine Weile hier akklimatisieren. Nein! Ich brauche noch mal Zunder. Ich brauche noch einmal Zunder. Ich würde gerne zurück bis zur Hütte gehen eigentlich, aber auch da habe ich keinen Zunder und kann mir da auch nicht weiterhelfen. Verdammt, ich gucke mal, das hier drüben müsste auch ein Zedernast sein. Ich bin gerade überlegen. Das Problem ist, einen Zedernast zu zerlegen, kostet mich so verdammt viel. Oh Gott, ich sterbe. Ja, Freunde, da hat es uns wohl in The Long Dark ein wenig vorzeitiger, als ich erwartet habe, dahin gerafft. Das ist alles ganz mies gelaufen. Viel mieser, als ich es erwartet habe. Oh mein Gott. Ja, Freunde, ich werde das Ganze so natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Wir werden in der nächsten Folge nochmal einen neuen Speicherstand, ein neues Spiel in The Long Dark anfangen, auf demselben Schwierigkeitsgrad, auf derselben Karte und werden quasi in dieser ersten Staffel von The Long Dark einfach so fortfahren, als wäre nie etwas passiert. Denn ich werde bestimmt nicht die erste Staffel nach 3 Folgen beenden, deswegen starten wir einfach mit demselben Schwierigkeitsgrad in derselben Karte noch einmal und werden unser Glück noch ein weiteres Mal versuchen. Deswegen würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Long Dark. Macht's gut und bis dahin.